So. Jetzt aber. So, wir haben noch Müsli. Ja, mich triggert das alles nur noch triggert. Das triggert mich. Nudelpreis hoch, okay. Ich schaue sofort. Ich habe gerade Brain AFK. So. 3,48. Mache ich aber 3,70 draus, ne? Nicht 3,50. So. Spaghetti! Spaghettios! Bob. Einmal drauf. Dann einmal Susu. Kommt hier in die Ecke. So. Bam, 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 bam. Ich wollte heute was ganz anderes spielen. Und da sind wir nun. Und testen den Supermarkt-Simulator an. Und es gibt hier nicht mal, Tanzmädchen bei dem Game. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt einfach nicht mal Tanzmädchen. Wie unrealistisch ist eine Supermarkt-Simulation ohne Tanzmädchen? Passt das hier nicht rein? Okay, sollte reinpassen, aber es tut es nicht mehr. Triggerwarnung. Passt nicht mehr rein. Ich glaube, irgendeine Kiste hat da oben verzogen und jetzt, so. Ja. Tut mir leid. Gibt's denn hier keinen einzigen Tanzclub in dieser Stadt? Das ist halt super unrealistisch. Ich meine, wie soll ich das überhaupt spielen auf Dauer? Ich brauche meinen Gefall ich dir gut. Ich gehe mal ein bisschen spazieren zwischendurch. Ah, hier ist der örtliche Park. Sieht sehr schön aus, ist aber umringt von einem Zaun, damit man bloß nicht ins Grüne kommt. Ah. Und abgeschlossen auch. Ah. Ich führe mich gerade selbst Gassi. Was auch noch fehlt, ist eine Wohnung, wo man abends hingeht irgendwie, ne? Da bin ich jetzt bei den Simulator-Games ein bisschen verwöhnt. Wo geht sie denn hin? Geht die in eine Tür rein? Nein. Ah, aber sie, okay. Und wir haben eine Stadt, aber wir können noch nichts machen mit der Stadt. Aber da kommt bestimmt noch was. Ich glaube, die haben was vor. Es gäbe keine Stadt, wenn da nicht irgendwelche Sachen noch kommen würden. So. Käse. Ja. Okay, das Salz ist hier unten, damit Leute getriggert sind. Wir haben noch $400, 450. Habe ich die Rechnung heute schon bezahlt? Okay. 750. Ich überlege gerade, was sollen wir machen? Einstellen können wir noch keinen. Wir brauchen Level 20, wir sind erst Level 12. Lampen kaufen wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich tue die schon mal rein, ja? Soll ich noch irgendwas nachbestellen? Vielleicht Eier, Tee? Eier, Tee, Nudeln, Mehl? Warte. Eier, Tee, Nudeln einmal und Mehl noch einmal. Oh, es ist genau 10. Cool. Plopp. Sag mal. Was ist mit diesem Song eigentlich? Okay, ich probier's mal, irgendwie. Das mit den Lampen wird furchtbar. So. Ja, bestellt, geil. Bist die Beste. Geil, ich krieg noch Essen. Oh, hab so Hunger. Ich verkaufe unseren Kunden die ganze Zeit nur das Beste und selber habe ich aber nichts.
Die Lampen, ne? Die machen mich fertig. Oh. Habe ich einfach hier hingeklebt? So, hier noch was ins Lager, damit ich was sehe. Okay, Eier müssen wir nicht auffüllen. Haben wir noch. Ich packe die nochmal bei uns ins Pseudolager. Ne. Ach, hör doch auf. Warum passt denn hier nichts mehr rein? Das ist doch kacke. Was soll das denn? Ja, die Stapel kippen noch eine Weile. Die stupsen sich auch gegenseitig an und dann geht's halt nicht mehr. Weil die sind super wackelig. Oh, das war das falsche Mehl. Ich habe das falsche Mehl gekauft. Naja. Wir werden das schon los. So. Diese komische Slapstick-Musik hier gerade. Da fehlt noch diese. So, ich habe mal Weiße gekauft. Hä? Da steht auf einmal krumm und schief. Ich frag nicht. Wahrscheinlich bin ich da selber gegengekommen. Okay, okay. So, nochmal Eier. So. Nochmal Tee. Alles furchtbar. Guck mal, die kippen da schon. Ja, die kippen dagegen und dann. Ja, okay. Egal, ich mache einen Laden auf. Wir verkaufen erstmal die ganze Scheiße. Was war heute günstiger oder teurer oder keine Ahnung? Was war das heute? Nudeln. War das nur Nudeln? Ich glaube, nur Nudeln, ne? Aber da habe ich schon geguckt. Yo, ist schon gemacht. Hui! Schnubbelidu, didu, schnubbelidu, didu, schnubbelidu. Okay, passt hier nicht hin. Passt da nicht hin. Kannst nichts machen. So, gut. Ich meine, wir haben aber schon viel Anlagevermögen gerade, ne? Das haben wir schon. Also wir haben zwar nur 100 Dollar auf Tash, aber wir haben eine Menge Anlagevermögen hier rumstehen. Ist also eigentlich gut. Läuft nicht ganz so schäbig. Nimm auch Salz mit. Manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Umlaufvermögen, Entschuldigung. Ich weiß, wie es bei euch ist, wenn ihr an der Kasse sitzt, aber ich überlege halt immer, was die Leute kochen, wenn die, ne, wenn die Sachen kaufen, einkaufen, ich überlege halt immer, was die... Schon wieder das ABC-Lied? Sag mal, das kann doch wohl nicht sein. Point of View, ich habe eine Sample-CD runtergeladen und probiere was in Fruity Loops. Und nenne es Jazz. Ich glaube... So. Ich muss die Musik ein bisschen moderner machen, damit hier auch hippe Leute einkaufen. Oh, Diggi, das Mädel ist alle. Erstmal wieder Ruf.
Das gute Farine Supreme. So. Kann ich direkt schon mal nachbestellen. Zwei Farine Supreme, na klar. Farine Supreme ist der Meal Dream. Machen wir noch ein bisschen Toast. Toast kann ich auch nachbestellen. So. Oder soll ich Toast nachbestellen? Ich glaube ja, zwei Stück kann ich wieder machen. Zwei Toast. So. Wenn ein Song öfter in einer Playlist erscheint, hat der Künstler den Song durch Spotify Artists gepitcht. Ja, aber ich höre gerade kein Spotify. Ich weiß nicht genau, was du mir sagen willst, aber das ist gerade Epidemic Sound. So. Ich glaube nicht, dass der ABC-Song auf Spotify gepitcht ist. Ich habe gerade nur alberne Playlist gemacht. Wasser ist zu teuer. Diese Bastarde. Oh. Aber kaufen sie halt trotzdem noch, ne? So, ein bisschen Käsi-Käsi. Ja, man kann leider nur Kassierer einstellen. Keine Leute, die hier das alles einsortieren. Salz kann ich mal nachfüllen. So, hervorragend. Salz kann ich auch wieder zwei kaufen. Kommt alles noch. Wahrscheinlich kann man die später nochmal irgendwann einstellen, in der späteren Version. So, Salz. Blaues Mehl. Haben wir zum Glück ein bisschen was. Muss ich nicht nachbestellen. So. Cool, cool. Hast du eine Rechnung schon bezahlt? Eine gute Frage. Ja. Hervorragend. Chokipick. Einmal Chokipick. So. King of Retail macht das schon alles längst. Ja, cool, dann brauchen wir kein anderes Spiel mehr. Nie wieder brauchen wir einen anderen Simulator außer King of Retail. Hä? Ich verstehe die Logik nicht. Ich mache nochmal zwei Kaffee, ne? Ich setze nochmal zwei Kaffee auf. So, zwei Käffchen. Oh. Bisschen Licht. Jetzt mal mehr Licht, ne? Wow. Wow, wie das hier. Oh, wow. Hey. Eier nachfüllen. Käse kann ich nochmal kaufen, ne? So, Käse nochmal kaufen. Zwei Käse nochmal hinterher, dann sind wir mal bedient. Alter. Wie die mit dem Scheiß immer umgehen, ne? Es ist unfassbar. Was war denn hier? Käse. Ich hoffe, das passt da einigermaßen rein. So, hier nochmal Käse. Käse. Yo, dann hier nochmal Kaffee. So. Dann das rote Mehl, das brauchen wir auch, ne? Wunderbar. Habe ich das mal richtig gekauft, ausnahmsweise. War man versehen. Basmati-Reis müssen wir gleich auffüllen. Kannst du mal deinen hässlichen Körper da wegbewegen? Danke. Basmati. Da. So. Wie die echten DL- und GPS-Fahrer das auch abladen würden, nennt sich realitätsnah. True. Leider sehr, sehr, sehr viel Wahres dran. Und wir brauchen Nudeln, ich muss Nudeln. Gronkh verliert den Kontakt zu Kunden. Ja, aber ich muss ja dafür sorgen, dass die happy sind, dass die Stuff kriegen. Ich muss immer Content nachliefern. Warum redet ihr nicht persönlich mit uns? Ja, deswegen. Das ist der Grund. So. Au. Aua. Weil ich zu dumm bin auch. Spaghetti nach. Spaghetti nochmal schnell. Hallo? So. Toast zurück.
Puh. Nochmal Salz. Träumchen. Direkt mal Käse nachfüllen. Zum Glück haben wir ein bisschen. Gronkh ist so abgehoben. Nee, habe ich gar keine Zeit für. Ich muss hier die ganze Zeit dran schaffen. Das mache ich alles für unsere Kunden, damit die zufrieden bleiben. Überleg mal, die Sachen würden wegbleiben. So. So. Einen Kaffee haben wir noch, der kommt hier weg. So. Hui. Supreme. Supreme da. So. Huh, okay. Aber hält sich doch gut, ne? Tee könnte man nachfüllen, ist glaube ich eine gute Idee. Hält sich doch gut. Also hat heute sehr gut funktioniert. Wir hatten immer die ganze Zeit Stuff. Das war nicht immer so. $800 haben wir jetzt. Bald Level 13. Noch ein Regal könnte ich kaufen, aber sinnlos aktuell. Ladendiebe wird es später noch geben, in einer späteren Version vom Spiel. Ich könnte eine neue Lizenz kaufen, theoretisch. Oder? 550. Für Orangensaft, Soda, Apfelsaft, Milch, Soda. Brauche ich wahrscheinlich einen zweiten Kühlschrank, ne? Zweiten Kühlschrank. Für 375. Mach ich. Stell ich aber quer daneben oder so, keine Ahnung. Brauchte ich noch irgendwas anderes? Nudeln, rotes Mehl, vielleicht noch eine Packung. Nudeln. Oh, warte. Ah, ne, war richtig. Nudeln, rotes Mehl. Nudeln. Rotes Mehl. Ich könnte nochmal Basmati-Reis vielleicht. Ja, Basmati würde ich sehen. Ich hoffe, der läuft weiterhin so gut. Ist kein Garant, aber ne, irgendwann mal gucken. Und Susu. Ich glaube, Susu würde ich noch sehen. Ich kaufe lieber ein bisschen mehr. Verkauf kriegen wir es ja eh. Und dann noch einmal, noch einmal. Was geht denn noch gut? Grünes Öl brauchen wir auch noch, ne? Oh ja, dann noch einmal grünes Öl vielleicht. Dann kaufe ich nochmal grünes Öl. Hier. Wo ist denn grünes Öl? Da. Olivenöl. Wupp. Können wir morgen, das bestellen wir morgen. Ne? Ich gehe jetzt, ich mache jetzt mal Feierabend. Sieht gut aus. Kunden haben gut geplündert. Die rote Nudel. So, ich zeige dir meine rote Nudel hier im Regal. So. Danke für den Raid. Ich sehe gerade nicht, wer es war, aber vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Herzlich willkommen. Guten Abend. Dann ein Erdnusssößchen können wir auch mal nachbestellen, ne? So. So, den Rest müssen wir noch nicht auffüllen. Der Rest sieht gut aus. Milch könnte man ein bisschen auffüllen, aber... Ach, der Yodarum war es. Yodarum, dankeschön, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Wieder ein potenzielles Spiel für dich. Hallo, guten Abend. So, ich mache mal Feierabend für heute. Also hier, ne, mit dem Laden. Fanden die Produkte zu teuer. Produkte nicht gefunden, okay, weil wahrscheinlich einmal kurz ausverkauft war. Farin, Mehl, Öl und Brot. Farin Supreme. Öl und Brot. Ist es dieses Öl hier? Nein. Öl. Nö. Okay, und Brot. 4,70. Oh, dann 5. Was war denn das zweite mit dem Preis? Ich guck nochmal schnell. Mehl. Ne, das gelbe Öl war's.
War das zu teuer bei uns? Oh, ich mache kaum Marge. Na komm, dann mach ich mal auf 4,70, oder? Wir verdienen ja kaum was. Also wir verdienen ja fast nichts. Das ist ja... Ich beraube mich selbst. Ich bin ein Robin Hood und beraube mich selbst. Schlimm. So, und ein neuer Kühlschrank. Den versuche ich hier mit reinzuquetschen. Funktioniert gerade so. Funktioniert gerade so. Ja, funktioniert gerade so. Ja. Huh, knapp. So. Hier hinten Erwachsenenwindeln für unsere Zuschauer. Weil ich wieder so lange streame. Dann haben wir hier noch. Nee, das ist rotes Mehl. Das kommt hier hin. So. Was? Na, 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 Schnubi-Dudu, Schnubi-Dada. Oh, oh. Wackelt ein bisschen. I wouldn't change anything, because then it would be different and maybe I wouldn't like it, because it's okay at the moment. I have been worse in my life. Basmati. Basmati? Okay. Warte. So. Warte, warte. Dann hier nochmal Susu. Hammer voll. Okay, sehr gut. Junge, Junge, Junge. So. Olivenöl. Guter Olivenöl. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Olivenöl, ne? Oh, ich kann es halt gar nicht mehr stapeln. Olivenöl, Nuss-Nougat-Creme. Wo haben wir denn hier? Ich bestelle mal zweimal Olivenöl. Bob. Zweimal Erdnuss-Butter. Fehlt noch irgendwas? Kaffee? Ich glaube, das reicht erstmal, ne? Wasser, Milch, Schokopick könnte man nachbestellen. Wasser, Milch, Wasser, Schokopick. Da. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir sind ganz gut bedient. Spaghetti vielleicht noch einmal. Hä? Hä? Okay. Wild. Spaghetti-Nudeln. Oh. Blaues Mehl. Haben wir davon nicht genug? Hier ist blau. Das ist blaues Mehl hier, die drei. Ich glaube, es reicht erstmal, oder? Für den Anfang. Ich meine, wir könnten noch eine bestellen, weil hier bald leer ist. Ja, eine blaues Mehl noch mit. So, und jetzt eine Sache noch, damit Lieferkosten sich lohnen. Vielleicht nochmal Eier. Ich mache nochmal ein paar Eier. Die gehen immer. Moment, wir machen gleich die Eier. Wir brauchen... Ich brauche 12 Dollar. Hat jemand 12 Dollar? Haben Sie 12 Dollar? Wollen Sie in unserem Spitzenladen einkaufen? Wir haben super Produkte zu wirklich unanständig günstigen Preisen. Wow, Scooter. Wow. Auf die alten Tage richtig arrogant geworden. Schade. So. Kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie rein. Heute richtig viele Sonderangebote. Nach oben, ist aber egal. Sonderangebote, Sonderangebote. Du bist auch so ein Sonderangebot. Guck dich mal an, du. Ja, schön. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Wunderbar. Ist die Luft hier drin nicht viel frischer als draußen? So, bitte mindestens 12 Dollar Umsatz. Kaufen Sie fleißig. Kaufen Sie redlich. Kaufen Sie ein. Ein Träumchen. Habe ich den Kühlschrank nicht gekauft, weil ich eine Lizenz kaufen wollte? Und jetzt habe ich aber Produkte gekauft die ganze Zeit? Junge, die kauft aber alles. Die nimmt es aber wörtlich, was ich gesagt habe. Super lieb. Wow, 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 wow. Die kauft einfach alles auf. Alles. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Die hört gar nicht mehr auf zu kaufen. Mal gucken, was hatten die auf der Kasse gleich? Die hat alles gekauft. Okay, let's go.
Wasser und Milch nachfüllen. Jo! So. Kann man schon mal machen. Passt genau. Wunderbar, dankeschön. Wasser geht auch. So. So. Okay, stelle ich nochmal wieder zurück. Halt. Nicht auf die Milch stellen, sonst gibt es hier Herzschläge im Chat. Der Greenscreen, ja, naja, der hat gerade Probleme. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich bin heute ein bisschen intransparent. Okay. Dann lass uns die Lieferung kaufen. Und als nächstes kaufen wir dann die Lizenz. Oh oh. So, blaues Mehl. Gleich rein. Prima. War eine gute Idee. Die Nuss-Nougat-Creme, da geht noch nicht. Dann kommt die erstmal hier drauf. So, warte. Gut, Spaghetti. Spaghetti. Pasta, Pasta, Maggi, Maggi, Pasta, Pasta. Maggi fix, Spaghetti Bolognese. Ich stelle es ein bisschen als Gegengewicht drauf, aber das funktioniert nicht. Wasser haben wir zum Glück gerade wieder gekauft. Als hätten wir es gewusst. So. Falsch. Das war Müsli. Mist, was war Müsli? Oh. Habe ich halt gar nicht. Oh. Wie habe ich denn jetzt. Oh. Das habe ich jetzt aber. Oh. Entschuldigung. Auf die alten Tage wird man ein bisschen betriebsblind. Ich wünschte, die hätten ein Seitenlabel. Ich wünschte, die Kisten hätten ein Seitenlabel, da könnte man das viel besser auseinanderhalten. Ich sehe ja auch nichts mehr, ne? So. Okay. Cooler Track. So, nochmal eine Nuss-Nougat-Creme. So. Okay, gut. Die Kassen sind voll. Was? Aber ich kann da nichts machen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann keine zweite Kasse kaufen, weil ich dann eskaliere. Ich kann die nicht selber bedienen. Der Typ ist einfach zu faul. Los, mach mal ein bisschen schneller. Die Kunden werden unzufrieden und da kommen immer mehr rein. Beeil dich mal ein bisschen. Ich kann da gar nicht zugucken. Gehaltserhöhung, wofür? Der macht ja nichts. Der ist super lahmarschig. Hier, die Kunden beschweren sich, es kommen immer mehr rein. Oh Gott, ich halte das nicht aus. Und ich wollte mehr Lizenzen kaufen. Kann man da irgendwas gegen tun, außer noch eine Kasse kaufen und selber da wieder stehen? Weil das schaffe ich nicht. Ich muss ja hier mal nachfüllen. Hier zum Beispiel. Was zu beweisen wäre. Ihn ablösen kann ich, glaube ich, nicht, oder? Nee, kann ich nicht mehr. Ich kann mich selber nicht mehr hinstellen. Wir haben zu viele Kunden. Feuer ihn, aber... Da muss ich ja wieder anstellen für $160 gleich, oder? 5 Level bis zum zweiten Kassierer. Ich glaube, das müssen wir irgendwie hinhauen. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Wir haben zu viele Kunden einfach. Und der Typ ist so lahmarschig. Wenn ich teurer mache, beschweren sich die Kunden. Geht ja auch nicht. Also mit der Lizenz warte ich mal, bis die zweite Kasse da ist, oder? Wobei das Level vielleicht schneller gehen würde. Wir sind erst... Okay, wir sind 13 erst am Anfang. Spaghetti fast leer. Entschuldigung, ich bin hier gerade noch am Überlesen. Und Basmati können wir auch schon auffüllen. Hallo? Ja. Hefe. Basmati Reis. Basmati Reis. Hey, yeah. Ich lieb mein Basmati Reis. Oh, und zu dunkel. So, Licht haben wir jetzt aber mehr als genug. Toast kann ich noch einmal auffüllen. Oh, oh. So. Käse. Kommt sofort.
Und Eier muss ich auch auffüllen. Käse und Eier. Ich kann die Kasse gerade nicht umstellen, weil wir gerade mitten im laufenden Betrieb sind. Das geht ja nicht. So. Alter, die kaufen ja alles leer. Da. So. Ist nicht zu voll, das spiegelt nur die heutige Supermarkterfahrung wieder. Okay. Ich mag deinen Optimismus. So. Oh, das rote Mehl. Oh, Gottes Willen. Wo ist es hin? Hier. Puh, kann ich gleich zwei rausballern. So. Kasse ist zu voll. Die Kasse ist zu voll. Oh, die Kasse ist zu voll. Weiß nicht, was das soll. Scheiße. Einfach Albtraum. Wir haben aber zu viele Kunden, die zu viel kaufen. Es ist der Albtraum einfach. So. Zum Glück haben wir immer zwei Reihen pro Produkt. Ich glaube, das war genau richtig. Direkt instinktiv richtig gemacht. Warte. Lass mal kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Toast. Zwei Toast. Geschnittenes Brot. Dann zwei Käse würde ich nochmal kaufen. Was fehlt noch? Gelbes Öl. Dann gelbe Öl. Würde ich auch nochmal zwei kaufen. Rechnung schon bezahlt? Weiß ich nicht. Ja, naja, muss man ja nicht unbedingt immer, ne? Also es ist, da kommt schon ein Brief, der erinnert einen dran. Rotes Mehl. Würde ich direkt zwei kaufen. Käse habe ich noch drin, oder? Käse habe ich schon drin. So, noch irgendwelche zwei Dinger hier. Die haben wir drin. Kaffee. Ich kaufe nochmal zwei Kaffee, glaube ich. Ah, ist schon geschlossen. Okay, ups. Mehr Käse. Ja, das reicht erstmal. Nein, noch mehr Käse. Wir wollen viel mehr Käse. Ich hoffe, das gibt keine negativen Auswirkungen, was wir die haben, dass wir ein paar Kunden haben warten lassen. Ich finde es auch gut, dass sie nicht gleich wieder gehen, sondern warten, bis die Kasse wieder frei ist. Zum Glück. So. Selbstbedienungskassen wenn er shit. Das wäre cool. So, wir können irgendwas bestellen, ne? Wir haben $1000. $1000. Okay. So. Ja, das Lager, ich sehe es momentan noch nicht, das Lager. Weil da können wir auch nur Kartons reinstellen wie hier. Und dann muss ich halt immer rüberlaufen und dann dauert es noch länger. Dann sind die Wege noch größer. Ich würde lieber den Raum hier vergrößern. Und das Lager hier erstmal so ein bisschen dran lassen. Also das Lager. Die Kasse umsetzen, ob das was bringt, weiß ich nicht genau. So. Ja, mal gucken, was es bringt. Mal gucken. Dreifach Regale, hast du Zeit selbst zu kassieren? Nee, der gleiche Stress kommt dann auch wieder. Wir können auch 10 Regale. Mit 10 Regalen wird es gehen. Wenn ein Produkt ein komplettes Regal hätte, das würde gehen. Aber. Das sehe ich hier nicht. Und wir haben zu wenig Platz dafür. Oder? 1, 2, 3. Aber wir brauchen ja auch Kühlschränke halt ohne Ende, ne? Wird nicht hinhauen. Wir können mehr Platz kaufen, aber da wird richtig teuer. Der nächste Platz kostet 57. Komm, ich mach mal nächsten Tag. Bam, badadadam. So, dann bestellen wir mal eben. Upp. Halt, warte, damit ihr nicht rumquengelt, bezahle ich meine Rechnungen.
3 Tage hat man Zeit, okay. So. Okay, Mehl. Bam, badam, bam, bam. Kaffee. So. Der Kaffee ist irgendwie immer falsch drin. Egal. So. Tost. Der gute Tost. Leckerer Tost. Vielleicht Kredit aufnehmen. Was? Warum? Wir verdienen noch gutes Geld. Ich bin kein Freund von Krediten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich versuche auch in Spielen nach Möglichkeit keinen Kredit aufzunehmen. Auch wenn es manchmal wahrscheinlich kickstarten würde. Aber trotzdem immer mal Schulden und muss auch mal Zinsen zahlen. Du hast genug zum Erweitern. Ja, das stimmt. Aber ich muss dann auch noch Regale kaufen und eins kostet 200. So. Nochmal rotes Mehl. Ich glaube, wir können schon öffnen, oder? Oder glaube ich hier. Oh oh. Ja, okay, sehr gut. Ja, ich kann aber öffnen. So, erstmal noch einen Kühlschrank füllen. Mache ich erst, wenn ich die neue Lizenz habe und die kaufe ich erst mit der zweiten Kasse. Und dafür brauche ich immer Platz, glaube ich, ne? Oh, Preise anpassen. Was war denn heute auf dem Markt los? Nudeln. 3,97, dann machen wir 4. Natürlich. Bam, badam, bam. Badam, bam. Schnubi, dubi, du. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie müssen nicht auf die Kasse warten. Ja, die Nudeln sind inzwischen richtig, ja. Die Nudeln sind inzwischen halt richtig teuer geworden. Was willst du machen? Es hilft ja nichts. Bam. Ich überlege gerade wirklich, ob es vielleicht auch reicht, 2 Reihen mit einem Produkt zu machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, wir brauchen wirklich ein ganzes Regal mit einem Produkt, damit das für den Tag hält. Und dann kann man das abends nachfüllen. Aber dafür brauchen wir sehr viele Regale. 4-mal so viele. Spaghetti-Nudel ist so teuer für mich? Also, sorry. Das ist jetzt aber, weiß ich nicht. Der Trend wahrscheinlich vorbei. Oh, Milch geht heute richtig gut. Was ist denn da los? Puh. So. Wenn die Milch heute so gut läuft, soll ich ein bisschen erhöhen? Nö, ist okay. Brauchst du aktuell 16 Regale. Ja, die sehe ich hier irgendwie noch nicht. Obwohl, 1, 2, 3. Aber wir brauchen ja auch von den Dingern, ne? Von den Kühlschränken brauchen wir auch noch ein paar. Ne, 2 Produkte pro Regal, wie gesagt, wäre zu wenig. Das wäre zu wenig. Und wir müssen die ganzen Regale noch kaufen. Wir haben erst 4, das heißt, wir müssen 12 mal 200 Dollar ausgeben. Das wird, sehe ich aktuell nicht. Badadadam. Du wirst übrigens immer Milch weg. Was? Okay, muss ich mal gucken. Sehe ich das im Winkel nicht oder was? Oh, Nudeln füllen. Ja. So ein bisschen Zeit ist ja noch. Öl auch noch ein bisschen. Öl. So.
gut, dann Spaghetti. Auf einmal werden die doch gekauft. War nur der eine, der gequengelt hat wahrscheinlich, ne? So. Okay. Dann, die kann ich auch schon wieder nachfüllen hier. Schokopick. Was war da gerade für eine Beschwerde? Was war das für eine Beschwerde? Bei 16 Regalen brauchst du kein Lager mehr. Theoretisch nicht. Ich weiß es halt nicht, ne? Keine Ahnung. Aber eigentlich 1, 2, 3... Eigentlich müssten wir die unterkriegen. Wegen der Kasse vielleicht nicht. Müssen wir mal gucken. Susu füllen. Au. Oh. Verkauft sich heute wieder sehr gut. So, hervorragend. War zwischendurch der Hype weg, jetzt ist er wieder da. Okay. Und grüne Olivenöl können wir auch mal füllen. Gott, wie das hier steht. Wie das so kippt, furchtbar. Ich frage mich gerade wirklich, ob wir auf die Regale gehen sollen. Ich finde das eigentlich eine geile Idee, das mit den Regalen. Aber wir müssen halt, ne, wir müssen ein bisschen enger bauen. Aber ich meine... Gucken wir mal, das sollte ja reichen, ne? Ja genau, Rücken an Rücken die Regale und dann, wir müssen nur mal gucken, dass wir noch durchkommen irgendwie. Also vielleicht hier so einen kleinen Slot lassen und am Ende immer mit so einem Getränkeregal abschließen oder so. Füllen. Warte. Wir gucken mal. Die ganzen neuen Regale. Sehr gut. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. Auf die Weise bräuchten wir das Lager halt nicht mehr. Milch ist zu teuer für mich. Ja, gut, kann ich nachvollziehen, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay, warte. Muss halt immer ein Auge drauf haben, ne? Den Kühlschrank müsste ich mir in die Ecke machen. Ich hoffe, da kommt man noch durch oder so. Wird auf jeden Fall, wird spannend. Oh. Ups. So. Okay, so. Jetzt muss ich hier noch gucken. Oh Gott, das wird alles. Oh, das wird furchtbar. Scheint aber zu passen. Das scheint zu passen, okay. Ich muss noch ein bisschen Platz machen mit dem Lager hier. Aber ist ja kein Problem, das geht jetzt hier hin. So. Vorsicht bei Eierkartons, die unten sind überlagert, da sind noch Küken drin. Ja, die schmecken dann besser. So. Okay, so. Neu im Sortiment Chicken McNuggets. Ich mag, wie ihr denkt. Gibt keine Probleme, nur Lösungen und Arbeitskleidung. So. Das kann noch ein bisschen nach hinten, ne? Oh shit. Ich hasse dieses pixelgenaue Ding. Ja, sitzt. Okay, super. Oh, Spaghetti.
Wir brauchen dringend Spaghetti, neue. Oh. Wir brauchen dringend neue Spaghetti. So, warte. Dringend neue Spaghetti und Susu. Spaghetti und Susu. So. Okay, Spaghetti und Susu. Wird langsam, Leute. Es wird langsam. Jetzt mal Produkt wieder nachkaufen. Spaghetti würde ich sagen 3. Oh. 3 Spaghetti. Susu würde ich sagen 2. Dann brauchen wir Eier. Käse kann ich auch nochmal 2 kaufen. Eier. Brauche ich, glaube ich, nur einmal, ne? Wo waren die denn? Da. Einmal Eier. Und ich glaube, ich brauchte Mehl. War das Mehl? Milch kann ich noch 2 kaufen. So. Oh, rotes Mehl muss ich nachfüllen. Ups. Das war hier, ne? Davon haben wir zum Glück noch ein bisschen was. So. Als ob. Da verstecken sich aber noch welche drin. Frech. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, ich hoffe... Das wird, glaube ich, sehr, sehr eng hier werden, oder? Mach die Regale Rücken zu die Wand. Da wird mehr passen und dann Rücken anrufen. Was? 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 Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Also hier noch 2. Ich hoffe, das passt hin. Pass auf. Und dann hier. Ich hoffe, das sitzt einigermaßen. Das müsste gehen. Wow. Einfach wow. So, erst die Wände voll, dann in der Mitte. Ja, aber die Wände sind voll. Hier ist an der Wand und dann kommt hier direkt der hier. Wenn ich jetzt hier noch einen hinstelle, passen die hier vorne nicht mehr dran. Also wir brauchen ja noch Kühlschränke. Und hier müssen wir noch einen hinstellen. Den kaufe ich morgen. Wir wollten es ja ausprobieren, ne? Die müssten dann hier noch weg. So. Die Kisten zwischen den Regalen, da kann ich ja nicht mehr rumlaufen. Dann kann ich nicht mehr rumlaufen. Das will ich nicht. Und außerdem sieht es dann doof aus. Bisschen fürs Auge muss es ja auch sein. Also, naja. So, aber ich könnte hier schon mal noch welche hinstellen. Mit dem Rücken dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kriegen wir hin. Wir kriegen da 14 Regale hin. Das Problem ist nur, sobald wir eine Lizenz kaufen, brauchen wir 4 neue Regale. Das wird spannend. Und ja, Kühlschränke brauchen wir auch noch mehr. Wenn wir alles unterkriegen wollen, brauchen wir auch noch mehr Kühlschränke. Ja, wir müssen Erweiterung kaufen, dann müssen wir auf Erweiterung sparen halt. So gut es geht. 2 Artikel pro Regal ist zu wenig. Wenn wir kein Lager mehr brauchen wollen, wenn wir kein Lager mehr machen wollen, dann... Oh, wir brauchen noch Nudeln. Oh Gott, oh Gott. Hier sieht's aus wie in so einem russischen Laden irgendwo. Oder in so einem Japanoladen in Düsseldorf. Da waren jetzt aber keine mehr drin, ne? Nein. So, blaues Mehl. Oh boy, wir müssen morgen nachbestellen. So. Okay, Salz könnte ich nachfüllen. Tee könnte ich, glaube ich, schon mal. Türkischer 24-7-Kiosk. Aber einer, der gut läuft. Das ist immer ein gutes Anzeichen eigentlich. So. Wunderbar. Tee haben wir auch. Okay, Kaffee könnte ich nochmal einen reinbuddern. Ein Käffchen.
klar. Kaffee haben wir zum Glück noch. So. Okay, wieso fängst du nicht jetzt schon an, die Artikel zu verteilen? Ist eine gute Frage. Sehr berechtigt. Vor allem, ich weiß noch nicht, was alles dazukommt. Es wird alles sehr unsortiert werden, auf jeden Fall. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, ich habe gerade aus Gewohnheit wieder aufgefüllt einfach. Ganz normal aufgefüllt. War wahrscheinlich dumm. Aber wir müssen dann... Ich mache das irgendwann morgens, dass wir die ganze Zeit bestellen und schon mal alle Regale auffüllen. Aber andererseits hätte ich gerne, dass erstmal diese Regale hier leer sind. Weil, wenn ich jetzt auffülle, hier ein komplettes rotes Mehlregal mache, dauert es Ewigkeiten, bis das hier leer ist. Weißt du, was ich meine? Dann gehen die alle zu dem hier, grabbeln hier rein und dann bleibt das hier Ewigkeiten voll. Also vielleicht ganz gut, wenn wir warten, bis ein Produkt ausverkauft ist. Wir gucken mal. So. Ach ja, man kann sich mal einen Karton rausholen, aber meine Kartons sind alle voll. Ihr habt schon recht, aber ich habe keine leeren Kartons. Die müsste ich sammeln und die müssten von allen passen. Aber warte mal, ich kann ja das hier schon mal irgendwo reinsortieren und dann... Also Nudeln zum Beispiel. Ich glaube, das mache ich mal gerade. Wir brauchen neue Nudeln. Wenn ich hier jetzt neue Nudeln reinsortiere, dann müsste das ja gehen, dass ich die hier raushole, ne? Das ist eine gute Idee. Nein? Okay. Aber ich kann damit nur Nudeln abholen jetzt, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich hole jetzt damit... Nee. Das geht nicht. Okay, das heißt, ich kann den Nudelkarton schon mal wegschmeißen, aber ich brauche neue Nudeln. Zu den Nudeln haben wir noch andere. Die Spaghetti könnte ich da hinpacken, ne? Zu den Nudeln. Ich tue doch mal die Spaghetti hin. Achso, warte. Es gibt nur drei Kartongrößen, okay. Ich dachte, es muss spezifisch sein. Habe ich noch... Ich habe keine Spaghetti mehr, ne? Ich habe keine Spaghetti mehr. Die sind umgefallen. Ich habe leider keine Spaghetti mehr. Doof. Ich könnte aber ein Susu-Regal machen. Theoretisch müssten dann die Spaghetti reingehen, eventuell, wenn das funktioniert. Wir testen das mal. Ich mache hier mal ein Susu-Regal. Mache ich erstmal so. Und dann tue ich das hier rein. So. Susu. Und dann Spaghetti hier rein. Oh, das geht tatsächlich. Cool. Das ist ja geil. Dann kommen die Spaghetti hier rein. So, sonst habe ich ja keine. Wir müssen morgen auffüllen, die Regale. Und dann bin ich mal gespannt, ob das den Tag über hält auch. Vergiss die Preise nicht. Hä, die bleiben ja. Okay. Die sind zum Umräumen. Keine Ahnung, ich tue die mal dahin. Spaghetti fehlen noch. Wie gesagt, morgen. Susu nehme ich noch mit. So. Wir werden noch ein bisschen was brauchen. Okay. Basmati-Reis hätte ich gerne ein eigenes Regal schon mal. So. Basmati. So. Träumchen. So. Achso, brauche ich ja nicht mehr. Hopp. Ich bin gespannt, ob das hält. Oder ob wir dann doch noch Vorräte brauchen. Ich kann es mir... Ich sehe einfach nicht, dass es... Ich habe das Gefühl, die kaufen dann noch mehr, nur um uns zu ärgern. So. Aber mal einen von den Kartons sollten wir behalten, ne? Zum Umstapeln später. Was wird noch gut verkauft? Grünes Öl vielleicht? Oder wir sollten vielleicht den hier mal freiräumen, ne? Ich mach mal ein Regal mit grünem Öl. Ich habe kein Regal mehr frei.
Hätte ich anders machen sollen. Naja, naja. Aber wir können hier schon mal grünes Öl reinräumen. Ich würde mal grünes Öl reinräumen, einfach hier so. So. Kaffee kommt dann woanders hin. So. Okay, wupp. Dann hier nochmal. Wir müssen ein bisschen in Vorleistung gehen. So. Okay, nochmal. Haben wir noch grünes? Wir haben kein grünes Öl mehr. Nee. Okay, das Mehl kommt dann woanders hin. Kaffee und Tee kommen auch woanders hin. Das gelbe Öl hätte ich am liebsten hier drin. Wenn ich ehrlich bin. Aber wir gucken mal. Wir brauchen mehr Regale. Mehl neben Mehl würde ich gerne machen, ja. Aber das rote Mehl ist halt hier. Hier ist jetzt Basmati-Reis. Hier ist Susu. Wir gucken mal. Wir brauchen mehr Regale. Und wir müssen mehr Spaghetti holen und so weiter. Wir gucken mal morgen. Bup. Zu teuer, ist okay. Bio-Eier, also Eier und Puderzucker, also Susu. Eier. Wow. Mal 4,30. Und Susu ist was? Oh shit. Ist richtig gedroppt. Richtig gedroppt, ärgerlich. So, ich kaufe erstmal Nudeln. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Packungen Nudeln. Was ist das für ein komischer Track? Warte mal. Okay. Warte mal, ist ja alles voll. Okay, mach ich. Ich mach nochmal neu. 5 Nudeln. Susu brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. 4 mal Susu. 4 mal Susu. La la la. So. Und jetzt, Spaghetti können wir noch einmal machen. Ich mache noch einmal Spaghetti. So, wir machen unser eigenes Lager einfach. Ein Regal für 2 Produkte. Könnt ihr gerne machen, ich mach's anders. Ich möchte gerne übertreiben und das nehme ich mir raus. Ich bin als Übertreiber bekannt und wenn ich jetzt hier nicht übertreibe, dann sind Leute enttäuscht von mir. Dann sagen die, oh, Gronkh, früher, ne? So. Außerdem muss das Regal den ganzen Tag halten. Nicht den halben, den ganzen. So. Enttäuschung abgewendet. So. Wupp. Und noch einmal Susu. Da oben. Gut. Wunderbar. Dann haben wir hier noch Nudeln. Pam, 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 pam. Außerdem, ich finde auch, das sieht besser aus. Ich weiß nicht warum. Ist irgendwie nicer. So. Brauche ich noch so einen Karton? Ja, ne? Oder? Ist, glaube ich, eine andere Größe als der hier. Ja. So, Nudeln. Perfektamente. Und nochmal Nudeln. Rein da. Spaghetti fehlen noch ein paar. Ich bestelle nochmal gleich. Die Musik ist sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5 Spaghetti. Wir brauchen noch 5 Spaghetti. Heilige Scheiße, okay. Und 1, 2, 3, 4 Basmati. Holy. Einmal grüne Olive. Einmal Olivenöl. Bumm. Da wären wir wieder. Da kippt alles um. Träumchen. So. Basmati.
Basmati hört sich an wie so ein DJ, wie so ein billiger DJ-Name, den man in den 90ern benutzt hat. So. Die Tagesrechnung, ja, ja, die ist, wir investieren erstmal in die Zukunft hier, oder? Tagesrechnung, Schmechnung, da kann man später mal gucken. Das ist so, ne? So. So. Spaghetti! So. Hört sich ein bisschen an, gerade wie, als... Hört sich ein bisschen an wie Monk. So. Okay. Und jetzt kauft keiner was. Könnte passieren. Aber ist egal, die kaufen schon. Wir werden noch weitere Regale brauchen. Ich könnte sogar noch zwei kaufen. Oder eins. Tagesrechnung, ich weiß. So, Verwaltung, Rechnung, bezahlen, bezahlen. Ein Regal können wir noch kaufen. Dann warte ich noch mal ein bisschen. Zwei Regale, schön Mehl rein. Dann haben wir da hinten ein Salzregal noch, neben dem Basmati-Reis. Ich glaube, das ist okay.